Hi Wiebke, schön dich hier zu haben und schön, dass du uns deine Session fürs Corporate Learning Practice Camp vorstellen willst. Ich stolper immer über diesen Namen. Das Verstehe ist ein ich. bisschen zu lang. Ja. Wer bist du denn und was bringst du uns mit? Ich bringe noch eine Session mit. Also ich bin Wiebke und freie Trainerin und ich bringe noch eine Session mit, die sich aus einem Dialog auf Mastodon ergeben hat. Da hat nämlich Mastodon. Gabriele gepostet, dass sie das schrecklich findet, dass alle diese weichgespülten Midjourney-Bilder verwenden. Weichgespült ist Oh, mitgesagt. furchtbar. Es stimmt schon, das sind ganz viele so Klischeebilder, so Stockfoto ähnlich, wo ich sage, ja, komm, da kann man auch ein Stockfoto nehmen, da braucht man nicht Midjourney für. Und da habe ich mir den Gedanken gemacht und neulich auch mal ausprobiert, wie kann man eigentlich mal interessante Bilder mit einer KI generieren, die einfach mal über das hinausgehen, was ich in der Stockfoto Agency kaufen kann oder auf Okay. Unsplash finde und was halt dann Ja. auch tatsächlich ein bisschen eigenen Charakter hat. Okay, interessant, ist ja sehr subjektiv und Auslegungssache, aber klingt spannend. Das heißt, wir würden uns das zusammen in der Session einmal anschauen. Genau, also ich habe einen Account bei Leonardo AI, den gibt es übrigens kostenlos. Immer der heiße Okay. Tipp für alle. Da muss man zum Ausprobieren nicht gleich Geld auf den Tisch legen. Sehr gut. Und Leonardo KI kann auch ziemlich viel. Es hat verschiedene Modelle. Und da würde ich gerne mal rumprobieren mit den anderen. Also ich kann das Modell zeigen, für das ich mich entschieden habe. Das hat aber auch gewisse Grenzen. Die habe ich auch schon Okay. erlebt. Ja. Und ich würde aber gerne auch mit anderen Modellen rumspielen, um mal zu schauen, wie kriegt man eben interessante, schöne Bilder hin, die ein bisschen was transportieren. Interessant in dem Sinn, dass es einfach nicht so ein langweiliges Klischeebild ist, wie man sowieso ständig auf allen möglichen Firmenblogs sieht. Alles klar. Verstehe. Sehr cool. Wenn wir mitmachen wollen, was müssten wir dann mitbringen? Irgendein Device, auf dem ein Browser läuft. Also ich weiß nicht, wie gut Geht ja Leonardo auf dem irgendwie. Smartphone läuft, aber es ist browserbasiert. iPad funktioniert super, Laptop funktioniert Apple super. funktioniert. Ja, gut. Und für einen kostenlosen Leonardo AI-Account. Den kann man Alles sich klar. klicken, also den hat man auch in ein paar Minuten. Dann habt ihr 150 Credits am Tag, damit kriegt man schon eine Menge hin. Super. Okay. Ich kann dann Perfekt. schon ein Das bisschen in die klingt Oberfläche leicht. einleiten und zeigen, was muss man wo, also was hat welche Auswirkungen, welcher Schieber. Und dann probieren wir mal gemeinsam rum. Sehr gut, das ist ja genau das, wofür das Camp quasi da ist. Einfach mal rumprobieren und ausprobieren. Klingt spannend. Cooler Vorschlag, coole Idee. Ich habe nämlich in die Richtung noch nicht viel probiert. Und super, dass du uns da schon mal ein kostenloses Tool rausgesucht hast. Vielen Dank dir. Ist übrigens europäisch für die Datenschutzbedenken. Europäisch, ah, umso So, besser. soweit ich rausfinden konnte. Wir recherchieren dann nochmal. Ja. Aber dann wissen wir Bescheid. Vielen Dank dir. Und dann freue ich mich auf die Session. Ich mich auch.